Wiederverwerten ist gut und deswegen sollte man das unterstützen. Hallo und herzlich willkommen zum The Recycling Center Simulator Prolog. Ein neuer Simulator wieder in einer langen Liste an lustigen Simulatoren erschienen, ist in der Prolog-Version, was bedeutet, es ist im Prinzip eine Testversion, die kostenlos auf Steam verfügbar ist. Könnt ihr euch, wenn ihr wollt, auch begleitend mal runterladen jetzt. Wir machen direkt ein neues Spiel. Ich habe schon einmal kurz reingesneakt, nur um zu sehen, ob das alles läuft und so, aber nicht groß gespielt. Oh, meine Speicherdatei wird gelöscht. Das ist aber schade. Aber was mache ich für euch einfach? So, willkommen. Es gibt einen Vorgeschmack auf das Spiel. Also es ist noch nicht das fertige Spiel, aber man kriegt schon ein Gefühl dafür, ob man das weiterspielt. Oh, das sieht doch exakt aus wie in Fallout 4. Das ist doch eindeutig, come on, das ist eindeutig ein Fallout 4-Bett. Alle Leute, die so wie ich 150 Stunden allein Basenbau in Fallout 4 haben, das ist doch fast das klassische Fallout 4-Bett. Okay, guten Morgen, wir stehen auf. Einmal kurz stretchen. Können wir in die Knie? Nee. Kann ich ablegen, Müllsack ist leer. So, das ist unser Recyclinghof. Mitten im Industriegebiet. Oh Gott, was ist denn das hier? Irgend so ein Gasterminal oder Getreidesilos? Man weiß es nicht. Wir fangen einfach mal an. Hallo, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, schöne Welt. Ein bisschen mehr Sound vielleicht für euch. Die Vögel sind so leise. Okay, fangen wir mal an, dieses schwere Paket zu heben. Und können jetzt hier... Ach, guck mal hier. Huch, nee, jetzt nicht so. So, bauen wir erstmal hier. Guck mal, die erste Maschine. Guck mal hier, so richtig. Wir müssen Platz sparen von Anfang an. Kommt ganz dicht an. Ah, wohl, da ist das Dach zu Ende. Nö, muss im Dachbereich bleiben. Sonst rostet die. Jetzt regnet's rein. So. Guck mal hier. Das ist der Schredder. Schreddermaschine für Papier, alles klar. Was haben wir sonst noch? So einen kleinen, wie nennt sich das hier eigentlich? Ein Hubwagen. Palettenstapel. Und was ist das hier eigentlich? Ist es zum, was ist das denn? Was ist das hier? Stopp. Ist es eine Entladefläche für LKWs oder was? Fährt der LKW rückwärts? Oh, warte mal, kann das sein, dass der LKW rückwärts hier ranfährt? Dann geht hier die Ladeklappe auf und dann wird das hier entladen. Aber warum denn diese ganzen Begrenzungen? Ich weiß es nicht. Containerstellplatz, ja? Vielleicht ein Containerstellplatz, ich habe keine Ahnung. Als allererstes müssen wir mal ins Büro. Hier unser Büro, richtig fancy. So, was wollen wir denn mal? Wir müssen mal... bisschen was kaufen hier. Was haben wir denn hier? Guck mal, hier können wir was kaufen. 40 Kilo, Taylors Laden. Alles klar. Was hast du denn für ein Angebot? Schnäppchen? Okay. Grüße, kannst du mir Informationen über den Preis des Mülls geben, den du hast? Hi, befreie mich von diesem Müll. Ich will nicht viel. 120 ist genug. Nee, 90. Ich gebe dir 90. Ich kann dir 90 geben. Ah, siehst du? Lol. Einverstanden. 90 ist es. Ich hätte weniger geben sollen. Ich hätte schreiben sollen, weißt du was? Sei froh, dass ich das kostenlos für dich abhole. Jetzt gebe ich... Ah, oh, das war ohne. Ich habe, glaube ich, 90 Dollar Euro aus dem Fenster geschmissen. Okay, wir sind uns einig geworden. Okay, Taylor. Sie ist schon wieder offline gegangen. Sie weiß genau, dass sie das Geschäft ihres Lebens gemacht hat. Da kommt jemand vorbei und bezahlt 90 Euro dafür, dass ihr ihren Dreck wegräumt. Das habe ich. Warum habe ich das gemacht? Okay, jetzt können wir los, ne? Haben wir doch jetzt. Da, angenommen. Wartend. 3 Tage übrig. Ja, Angebot. Ah ja, angenommen. Okay, das muss ich erstmal noch drücken. Alles klar. Dann auf zum... Schrottplatz. Hier ist unser LKW. Hi. Achso, wir sind schon da. Leider darf ich den LKW nicht selber fahren, was ein bisschen schade ist. Aber jetzt räume ich hier auf. Hm. Ah ja. Aber erstmal, ja, ein. Ist ja eh alles Dreck, muss ich nicht zimperlich mit umgehen. So, ich fasse es nicht. Ich habe mich wirklich komplett veralbern lassen. Ich räume wirklich deren Müll weg. Das ist ja nicht so, dass die jetzt hier Container hätte.
die ich einfach abhole, sondern ich muss sie ja wirklich händisch hier ihre alten Weingläser, wo sie ihre reichen Leute-Exzesse geführt haben, hier in diesem als Supermarkt getarnten Orgien-Schauplatz. Und ich räume das hier alles weg. Also das... Nee. Also nächstes Mal... Nicht getroffen. Was? Ist der voll? Oh, der Müllsack ist voll. Rein da. So. Huch, was? Ah, guck mal, links ist ja die Leiste. Plastikabfall, Papierabfall, Holzabfall, Glasabfall, Metallabfall. Ja, okay. Und dann sammeln wir mal weiter. Was haben wir hier in so einem richtig schönen, klumpigen Autoreifen? Was ist denn das? Gummi müsste das doch sein, oder nicht? Papier, Plastik. Wisst ihr, was ganz lustig wäre, wenn das das Sequel zum Supermarkt-Simulator ist? Weil schaut euch mal die Regale an und so. Das kann im Prinzip, also ich meine, ist wahrscheinlich eher eine Tankstelle. Nee, ist keine Tankstelle, ist ein Supermarkt. Das hier ist mein Supermarkt aus Supermarkt-Simulator. Und nachdem der offensichtlich pleite gegangen ist, was mich wundert, weil ich ein sehr guter Supermarkt-Simulator-Spieler war, ist quasi nur noch eine Ruine und jetzt wird der im nächsten Simulator einfach weggeräumt. Vielen Dank an Masi und Jatze, Kamuro Ishigamix und Lila Blue. Ihr haltet den Laden am Laufen. So, gib mir alles. Oh, ein Schick. Oh, guck mal hier, so ein schickes Teestück. Rein damit. Ich fasse es nicht, dass ich hier deren Laden aufräume. Was haben wir noch? Oh, hier so eine schöne alte. Die ist doch noch schön. Ja, die muss ich aber gut behandeln. Die ist doch schön noch. Oh, aus der Hand gefallen. Ja, das war wahrscheinlich nur eine Blechmaße, ne? Oh, Mist. Gut. Damit könnte man auch Basketball spielen. Schrottbasketball. Oh, Schrottbasketball. Ist doch eine gute Idee. Rein damit. Was ist das? Das darf ich nicht. Ist in den Regalen noch irgendwas drin? Nö. Die guten Sachen haben sie natürlich rausgekramt. Was ist das? Können wir nicht. Was fehlt denn noch? Da müssen ja noch Sachen sein. Draußen vielleicht noch? Vermutlich draußen. Hä? Hallo? Oben links ist nur Holz bislang voll. Bei 83%. Wo habe ich hier noch Sachen liegen lassen? Hallo? Hallo, hallo? Ach so, warte mal. Vielleicht, weil ich die Tasche noch habe. Ha, so. Tür zu. Tschüss. Ja, ihr habt es schon vor mir gecheckt, ne? Und was machen wir jetzt? Platzieren Sie den gesamten Abfall auf das Förderband vor dem Lastwagenköder. Körper und lassen sie ihn in die Sortiermaschine gelangen. Ah, guck mal hier, das geht automatisch. Gibt's sowas echt? Nein. Wie soll das denn funktionieren? Und jetzt? Ah, können wir da rauf? Warte. Mist. Ach, ich muss sie erstmal starten. Ah, natürlich muss ich das machen. Oh. Nein! Oh, ich habe mir umsonst Druck gemacht. Oh, scheiße. Ich verschwende ganz viele Sachen. Sie sind jetzt für immer weg. Oh Gott, ich habe original bei dem simpelsten Spiel der Welt 88% nur erreicht. Das war nicht sehr schlau. Aber sind die Sachen jetzt alle... Oh Gott, ich muss alles manuell machen. Da bräuchte ich eigentlich direkt einen Gehilfen. Ich möchte direkt jemanden einstellen, der diese stupide Tätigkeit für mich übernimmt. Da sehe ich mich langfristig gar nicht. Und jetzt? Hallo, da kommen sie.
Das ist Papier, das ist... weiß ich nicht, das ist Plastik. Plastik, Metall. Das ist Papier. Ein altes Kochbuch, das ist ja hier genau. Gummi, ja, gelber Sack ist klar. Oh, brauner Sack zum ersten Mal. Holz oder was? Sehr schön. Oh, guck mal, wir sind richtig gut mittlerweile. Übung macht den Meister. Das ist gelber Sack. Oh, das ist Glas. Glas. Plastik. Oh, geil. Bonus bekommen. Glas und Glas. 100%! Und Bonusabfall bekommen. Ja, klasse. Okay, was jetzt? Nimm die sortierte Müllbox und wirf sie in den richtigen Eingang der Maschine. Kann ich da mit dem Auto hinfahren? Das ist so weit weg. Das wäre ja hier. Start. Gepresstes Papier. Was? Ich habe keine Ahnung. Aha. Ja, gepresstes Papier. Ah ja, hier wird gepresst. Oh Gott, das ja ist. Nee, das habe ich ja komplett falsch rum. Ich hatte ja keine Ahnung. Oh nein. Oh nein. Das muss ich komplett nochmal umbauen. Hä? Oh, ich glaube, ich habe einen Bug? Nee. Ja. So, die Maschine müssen wir nochmal umplatzieren. Schade, das ist komplett falsch. Wie kann ich das machen? Gar nicht. Naja. So, jetzt müssen wir hier noch den anderen Rest da rausholen. Ins Lager bringen. Hier, da ist unser schönes Lager. Richtig, richtig gutes Lager. Das stellen wir einfach hin. Das ist geschützt vor Raubtieren, vor Schrottdieben. Und es ist immer wichtig, auf jeden Fall sehr gut umzugehen mit seiner Ware. Und die anderen Teile auch noch. Oh, ist das schwer. Ah, Mist. Schon wieder auf der Seite gelandet. So, rein da mit dir. Palette? Was? Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich gar nicht... Was? Oh, warte. Hey! Warte, womit soll ich die beladen? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wollt ihr das Papier haben? Was hat er gesagt? Papier? Warte. Wo soll ich hin? Habt ihr aufgepasst? Ich habe nicht aufgepasst. Hat er Papier gesagt? Verbindung trennen, werfen, halten, was? Ausrichten? Oh nein! Ah. Ah ja, guck mal. Ah! Ja, aber sag mal, kann ich nicht noch mehr machen? Okay, das ist gut, das ist gut. Dann, warte mal. Was ist am smartesten? Machen wir mal jetzt so. Und kann ich da jetzt nicht noch mehr? Was habe ich denn da jetzt? Wie viel habe ich denn überhaupt gemacht? Habe ich denn noch welche übrig? Nee. Okay.
So, und jetzt? Hup, hup. Was? Oh no. No. Los, zuckel rein. Zuckel rein. So, yes. Oh, ich bin der geborene Arbeiter hier. So, warte. Wir wollen hier richtig schön einpacken. Im Papierbereich. So, so. Wir wollen direkt Ordnung halten, ne? So, hier ist gut. Haben wir gut gemacht. So, erste Palette steht. Jetzt wollen wir mal neue Angebote einholen. Also. Das heißt. Da ist ja gar nichts. Wo ist das hier? Laden, Fabrik, Marktplatz. Wir haben, was haben wir denn hier? Papierteile, gepresstes Papier. Oh, hier. 9 haben wir. 5, 6, das will ich haben. Abigail und Joshua. Ja, pass auf. Dann kriegt Abigail 9. Für 6, 54, jawohl. Richtig Geld gemacht. Um Aufträge mit hohem Wert zu erfüllen, öffne deinen Computer, klicke auf die Verträge-Button, um die Kundennachfrage der recycelten Materialien zu finden. Verträge haben zeitliche Begrenzung, erfordern erheblichen Zeit- und Ressourceneinsatz zur Erfüllung. Okay. Muss ich das jetzt noch abliefern oder wie? Mehr habe ich jetzt ja nicht. Verträge? Ne, das können wir uns ja gar nicht leisten. Warte, warte, warte. Speicher 0. Gepresstes Papier. Du willst 32 gepresst, aber ich habe doch jetzt schon mal angenommen. Das kann ich mir doch gar nicht leisten jetzt. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Das kann ich ja gar nicht annehmen. Ich habe ja gar kein Papier. Wo soll ich denn das jetzt herkriegen? Das ist ja Vertragsbruch, was ich dann mache. Ich habe 0 Papier. Das gibt's doch gar nicht. Willst du, dass ich das jetzt annehme, liebes Spiel? Und dann? Schnäppchen. Guten Tag. Wir benötigen einen schnellen Lieferservice. Unser Angebot beträgt 240. Angebot, sagen wir mal, nee, ist mit, wir machen 200, 270. Oh Gott. Alles klar. Oh Gott, da gehe ich aber hohes Risiko. Kaufe und baue neue Maschinen. Schreddermaschine haben wir schon. Schreddermaschine Plastik. Wie viel Geld habe ich denn? 900, okay. Was brauchen wir? Ja, wollen wir direkt hier mit Plastik weitermachen? Kaufen. So mehr Geld haben wir nicht. Und jetzt? Ich brauche auf jeden Fall jetzt bitte sofort. Ich muss Papier jetzt haben. Wie kriege ich denn jetzt... Ich muss was kaufen. Ich kann nicht liefern. Die verklagen mich. I will never financially recover from this. Erstmal müssen wir hier wahrscheinlich unsere neue Maschine aufbauen. Ganze Nacht durchgeschuftet hier wieder. Geht schon die Sonne wieder auf. So, wie weit müssen die auseinander? Kleines bisschen nur. So. Öffne den Computer und stelle einen Sortierarbeiter ein. Aus dem Personalbereich. Okay. Ich könnte auch direkt meinen Plastikmüll da reinschmeißen, aber nein. Personal. Rog Anderson. 24 Jahre alt. 20 Öcken will der haben. Pro Tag. Du kannst gehen zu deinem Bett und schlafen, um den Tag jederzeit zu beenden. Neue Verträge und Schrottgeschäfte erscheinen, wenn du schläfst. Ach so. Ja gut. Dann gehen wir doch mal hoch ins gemütliche Schlafzimmer. Tür zu, ich will keine nächtlichen Besuche. So, wie ist die Bilanz? Ja, ja, oh, schlechte Bilanz. Nächster Tag. Jetzt schnarche ich auch noch. Die Nasennebenhöhlen bedrohlich verkrustet. Guten Morgen, Welt! Guten Morgen, guten Morgen. Ach, guck mal hier.
Der macht jetzt den. Genau das wollte ich doch. Hallo. Abfälle sortieren. Ja, okay, dann halt nichts. Das war. Danke für das Gespräch. Jetzt muss ich die wieder rüberschleppen. Ah, die sind ja schon sortiert. Ich muss neue einkaufen. Was war Plastik? Das, ne? Ich hoffe, das war Plastik. Puff. Und nun, was machen wir jetzt hier? Gepresstes Plastik. Ich weiß nicht, wie viel ich habe. Was? So. Gut, dann macht euch mal hier in die Arbeit. Ich brauche das Plastik. Wir gehen schnell zum Computer und ich gucke, ob ich frischen Schrott habe. Ich muss die Verträge erfüllen können. Ah, hier, geil. Okay. Das hier brauche ich. Ich brauche ganz dringend Schnäppchen. Ich sag 50, mehr gibt's nicht. 50 Öcken. Ja, ey, was eine Lügerei. Von wegen 57. Ja, und nicht verhandeln. Erstmal drohen und so, ne? Nehmen wir an. Und was ist damit? Kann ich das beides machen? Oder ne, ich darf nur eins zur Zeit. Okay, müssen wir ganz schnell los. Damit ich nachher nicht verklagt werde vom Bundesrecyclinggericht, dass ich nicht geliefert habe. Ach du Scheiße, was ist denn das jetzt hier? Es ist doch exakt derselbe Supermarkt. Werde ich jemals überhaupt in der Lage sein, den Auftrag zu erfüllen? Ich brauche super viel Papier. Guck mal, wie professionell ich das hier mache. Was war das? Ich habe irgendwas mit einem Bonus bekommen. Exakt der gleiche Laden. Das ist jetzt richtig unheimlich. Huch. Ist hier noch irgendwas anderes? Der fühlt sich nachts immer wieder auf. So. Zu und nach Hause. Die Zeit. Warte, du bezahlst, um aufzuräumen, kann ich dir meine Adresse per PN schicken? Für 100 Euro darfst du bei mir auch aufräumen. Bist du sicher, dass du das willst? Ach, man macht, der macht den... Alter, das ist ja fantastisch. Der macht den Job. Okay, statt in der Zwischenzeit habe ich hier palettenweise... Die muss ich erstmal wieder jetzt... So, pass auf. Stark. Dann hole ich jetzt mein Hoverboard. Hä? Okay. Jetzt fahren wir schnell zurück und packen das mal ins Lager hier. Alles klar. Annehmen. Holen wir zurück. Oh, ich stecke fest. Zerrung. Müsst aus dem Weg gehen. Okay, und... Alles klar. Alles klar, dankeschön. Gute Arbeit von mir. Und... Jetzt schauen wir mal, wie sieht das hier aus. Hast du deinen Job gut gemacht? Ja. Dann nehmen wir mal das Papier mit. Wie war das noch? Wieso kann ich das jetzt hier nicht nehmen? Entschuldigung. Weil die noch nicht sortiert sind. Der hat nicht weitergearbeitet. Jetzt erst arbeitet der. Das gibt's doch gar nicht. Was ein faules Stück. Rein da. Wir müssen diese Presspappe abliefern. So, und rein damit. Sieht's aus. Ja, wird gepresst. Was? Nur ein? Wie jetzt einen lumpigen? Fuck.
Auf die Art und Weise kann ich doch niemals meinen Verpflichtungen gerecht werden. Ich soll 54 gepresstes Papier liefern? Da komme ich ja nie im Leben ran. Der wird mich umbringen. Ihr wisst, dass wie das in der Recyclingbranche läuft, ne? Shit. Wie, er noch nicht fertig sortiert. Muss ich jetzt die Arbeit machen für den oder was? Es gibt keine Abfälle zu sortieren. Ne, es gibt ja nichts. Wie, der ist noch nicht fertig. Leute, das ist eine bedrohliche Situation. Seid ihr euch hoffentlich drüber im Klaren, oder? Wenn ich nicht bald liefere, habe ich ein massives Problem. Was ist noch? Was reicht trotzdem nicht? Benötigen eine weitere Palette. Das geht erfreulich schnell. So. Das reicht aber noch nicht. Neue Palette. Beziehungsweise hier ist, glaube ich, besser. Für, ja, so, guck mal, so geht das ruckzuck. Gut, immerhin. Reicht trotzdem hinten und vorne nicht. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Das ist nur Plastik, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Dem mache ich ein... Nee. Ich mache dem Mann ein unverschämt niedriges Angebot. Willst du mich verarschen? Never. 90, mehr gibt's nicht. Okay, jetzt verarscht er mich. Verarsche ich zurück. 91. Genau! Ich bin der beste Verhandler einfach. So, jetzt schnell ins Auto. Klappe zu. Okay, ich sehe jetzt schon, das ist unfassbar viel. Da muss man auf Geschwindigkeit gehen. Bam. Nee, bam. 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 Treffer. Treffer. Oh Mist, kein Treffer. Zeit ist Geld. Warum seid ihr nicht richtig da reingeflutscht? Jetzt hier rein. Oh, der Müllsack ist voll. Wir sind richtig schnell unterwegs. Ich finde, wir machen das gut. Wir machen das richtig gut. Hochkonzentriert. Man sieht mein Aiming, ne? Das kommt noch von Counter-Strike früher, das ganze Aiming, was ich hier habe. Wenn ihr euch fragt, warum ich so gut und so schnell bin in dem Spiel. Alles früher noch ESL Top 10 Zeiten. Oh, ist voll. Was haben wir noch? Kann ich eigentlich rein? Oh, krass. Wir gehen nie mit leeren Händen. Zweiten Sack.
Und rein, was haben wir schon? Metall haben wir richtig viel. Bam. Schnapp, schnapp. Was haben wir hier noch? Das ist offensichtlich kein Schrott, oder was? Registrierkasse ist auch noch leer. Was gab's hier früher? Oh, guck mal. Bitte was? Ein Venti. Latte 3,99. Okay, das ist offensichtlich schon echt was älter. Als wenn man irgendwo in der Welt einen Venti Latte Macchiato oder Cappuccino für 3,99 kriegt. Das ist ja Quatsch. So, den hatte ich fast übersehen hier, den einen Aschenbecher. Und, komm her. Bam, fertig, Klappe zu. Boah, diese rasende Geschwindigkeit. So. Dann einmal hier, Klappe auf. Hier, mach mal fertig. Du räumst das alles rein, dankeschön. In der Zwischenzeit gucken wir mal, vielleicht gibt es ja noch Verträge. Ich glaube aber erst am nächsten Morgen, ne? Ja, es gibt nichts mehr. Oh, ich habe ein bisschen Angst, echt, wirklich wahr. Was passiert, wenn ich das nicht rechtzeitig schaffe? Was passiert denn dann? So, mach mal, beeil dich mal. Ich helfe mit. So, guck mal, du kannst schon mal... Ne, mach da einfach nicht. Alter Schwede! Jetzt hat er mit seinem Dickschädel die Vase beschädigt. Oh, scheiße. Oh, fuck. Oh, ja, das war super. Habt ihr gesehen? Boah. So, jetzt sofort an die Arbeit. An die Arbeit, an die Arbeit. Das macht er nicht von alleine, ne? Dem muss man immer im Nacken sitzen. Kein Wunder, dass er so lange ohne Beschäftigung war. So, jetzt kriege ich hier vornehmlich das hier, ne? Aber habe ich dafür überhaupt die passende Maschine? Nö, habe ich nicht. Ich glaube, jetzt kann ich gar nichts machen. Ich glaube, ich muss jetzt schlafen. Ich könnte mir eine neue Maschine kaufen. Und zwar, jetzt haben wir relativ viel von dem Grün. Was ist denn die Sortiermaschine für die Grünen? Dazu müssten wir hier hingehen und das wäre dann das hier. 500 Öcken. Wir brauchen aber auch noch Geld für neues Papier. Aber ich würde vorschlagen, ich gehe mal in die ganzen. Oh Gott, das ist ein High-Risk-Move, den ich jetzt hier mache. Aber wir haben jetzt sehr viel von dem Grünzeug und eventuell können wir das schon verkaufen. Weiß man nicht, ob das jetzt... Die Palette da nervt mich. So, jetzt können wir diese richtig rappelvolle grüne Box rein damit. Und was können wir denn hier machen? Glasstaub ist das. Aha. Ja, dann macht doch einfach so viel geht. Was? Achso. Jetzt. Auch mal mega viel Glasstaub. Jetzt können wir ja gucken, ob wir eventuell Glasstaub verkaufen können. Nee, das... Warte. Ah, nee, darf ich noch gar nicht. Plastik hätte ich, aber 42 Plastik haben wir nicht. Dann müssen wir jetzt schlafen. Es ist so früh am Tag. Guck mal, die Sonne steht da ganz oben. Es ist einfach, es fühlt sich nicht an, nicht richtig an. Aber was sollen wir machen? Wir können sonst ja keine Aufträge machen. Wir müssen jetzt schlafen. Schlafen ganz lange. Ach ja, Marktplatz hätte ich hingehen müssen. Egal. So, aufwachen. Guten Morgen. Ich würde gerne Synchronsprecher für Hähne sein. Oh, hier. Hui. So. Da, 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 da. Ey. Reiner. Ey. Zack, hoch. Und jetzt ab ins Lager. Jetzt habe ich hier natürlich alles komplett zugebaut. Los, beweg dich!
Übrigens habe ich ja immer diese Dinger da. Die könnte ich ja auch nochmal jetzt reinschmeißen. So. Park, park, park. Ja, dankeschön. Und raus. Weil ich habe den hier noch. Da ist ja auch noch was drin. Schmeiße ich da direkt rein. Dann haben wir super viel Glasstaub. Aber jetzt schnell, schnell gucken, ob wir irgendwo Papier herkriegen. Ich brauche richtig viel, richtig, richtig viel davon. Warte kurz. Das war doch bei Glas. Glasstaub, 30 Glasstaub. Warum sind das denn immer so viele Sachen? Warte mal, die Menge, Nachfrage, Preis. Das ist der höchste Preis, 24. Menge eingeben. Wie viel habe ich jetzt? Das sollte ich nicht die Menge, die ich habe. Wie viel haben wir denn? Ich sollte das erstmal checken, wie viel ich habe. Woran sehe ich denn? Woher weiß ich denn, wie viel ich jetzt davon habe? Gibt es hier eine Inventur? Habe ich 30? Das war die, ach, ich dachte, das war die Nachfrage. Seid ihr sicher? Okay. Oh, hier, Papier, Papier, Papier. Okay, ich sag mal, wir gehen mal niedrig rein. 80. Nö. Dann sag ich 90. Ah, geil, einverstanden. Hammer. Was? Haben wir das jetzt? Hä? Das ist übrigens schon wieder Lisa Rogers. Ich habe nur 88 Mark! Nein! Ich habe nur 88 Mark! Oh nein! Oh, oh, oh. Oh no. Oh no, oh no, oh no. Was ist denn jetzt hier? Muss ich die in den LKW laden oder was? Muss ich hier auspacken wie Austin Powers. Schnell, schnell. Und rein in die gute Stube. So. Okay. Wie geht das jetzt? Kann die Paletten auch direkt hinter das Förderband stellen. Das ist natürlich gut. So, ey, so, was ist jetzt hier los? Ich habe 60 Glasstaub. Okay. Die gibt mir 6 Mark. Nachfrage ist 24. Oder was ist das jetzt? Dann kann ich ihr doch 24 verkaufen. Und krieg direkt die Kohle. Ja, das ist ja fantastisch. So, was haben wir hier noch? Die will nicht mehr. Dann können wir ihm noch 36 geben. 34. Und ich könnte natürlich auch warten, bis der Preis besser ist. Aber so, jetzt haben wir richtig, richtig, richtig Geld bekommen. Dann gehen wir auf Schrotthandlung. Ey. Hier, Angebot angenommen. Super. Jetzt fahren wir los. Ich lasse mal die Klappen offen. Mal gucken, ob man auch mit... man muss tatsächlich zumachen. Let's go. Oh, endlich mal an. Guck mal hier. Das sieht ganz anders aus. Das ist auf jeden Fall Ganggelände. Hier, das sehe ich doch schon. Achso, das war ich gar nicht. Was haben wir hier? Sorry. Crime, Hard, Biz, whatever. Jedenfalls, hier ist wirklich... Ja, hier muss ich richtig aufräumen. Bup, bup, bup. Oh, super viel Papier. Das könnte sein, dass... Oh, was ist das denn? Das ist Zement. Das könnte ich einfach auch klauen. Jetzt habe ich meinen Heber nicht dabei. Mist.
Schade. Wie bitte, ich brauche einen Dietrich? Soll ich da einbrechen oder was? Oder kann ich auch einen Kollegen einstellen, der Dietrich heißt? Ich will das doch nicht einbrechen. So einer bin ich nicht. Und, ey, das war's schon. Was mit dir? Oh, das wäre super viel Holz gewesen. Ich habe immer noch nicht verstanden, weshalb ich Geld bezahle, um den Müll wegzuräumen. Oh, knapp. Ja, haben wir. Weiter, weiter. Da ist noch was. Oh, Müllsack ist voll. Nein. Müllsack kommt. Nein. Ey. Ey. So, tschüss. Was ist das? Mysteries of the Universe. Oh, das ist ja spannend. Mysteries of the Universe. Die Geschichte von... Wie heißt das? Göpilitepe? Nee. Göktilitepe? Dieser sagenumwobene Ruinenbereich in der Türkei. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal von gehört? Zack. Oh. Von hier oben trifft man wahrscheinlich eher nicht. Oder? Oh, fast ein Jahrhundertwurf. Mist, mein Sack ist schon wieder voll. Oh, Jahrhundertwurf. Kunstbuch oder was? Ah, da, okay, schon wieder, alles klar. Das sieht relativ aufgeräumt aus jetzt hier überall. Wir werfen nochmal einen letzten Blick hier in die Räumlichkeiten. Hier oben ist, was ist hier auf dem Balkon? Ist das eigentlich hier ein nicht fertiggestelltes Gebäude? Oder ist das ein Gebäude, was abgerissen werden soll? Ich weiß es nicht. Okay, hier fehlt noch ein bisschen was. Holz. Wenn ich weiter. Ah, hier, da guck mal. Was war denn das? War ich hier noch nicht drin oder ist sich das gerade neu auf... Oh, hä? Ja, aber keine Chance. Das ist ein bisschen wie ein Golfspiel oder so, ne? Wie viele Würfe braucht man, um das in den LKW zu laden? Könnte man noch ein Minispiel draus machen. Klappe zu und nach Hause. So, wann spielt der FC 25 weiter? Weiß ich auch noch nicht. Haben wir noch keinen Termin und noch gar nicht drüber gesprochen. Du kannst doch schon mal hier machen. Ich mach das. Du kannst doch schon mal recyceln hier. Zack. Eine Bratpfanne. Zack. Wir müssten mal wieder unsere Yoga Bonitos anfunken. Ob wir nochmal Pro-Clubs auf die Beine gestellt bekommen. Oder diesen neuen Modus, der ist auch cool. So, Papier. Und da ist Papier. Super gut. Vielleicht schaffen wir es noch. Den Auftrag, den ich mir törichterweise hab geben lassen, zu erfüllen. Wie hoch kann die Palette werden? Ist das rechtens, eine Europalette so hoch zu stapeln? Darf man das? Nee. Palette. Den Rest können wir auch da reinschmeißen, oder nicht? Guck mal, das geht auch.
Wer sagt denn, dass man das stapeln muss? So. Wenn ich das verkaufe, ist es ja eh weg. So original sieht das bei mir im Keller auch aus. Dann nehmen wir uns hier den. Und fahren einmal kurz hier hin. Ich muss, näher ich mich mal von der Seite. Nein, jetzt komme ich hier nicht richtig rein. Oh Gott, Hilfe! Wir cruisen. Cruisen noch ein bisschen jetzt hier rein. Bumm, alles klar. So, und jetzt fahren wir ins Lager. Liefern das hier ab. Und Dankeschön. Das können wir auch gleich nochmal rüberschieben. Wie viele haben wir denn jetzt? Verträge? Den hier, oder? Oh, warte mal! Kann das sein, dass ich den noch gar nicht richtig... Ich müsste erstmal auf Angebot drücken, oder? Ich habe ja noch gar keinen angenommen, ich bin frei! Ich dachte, ich habe schon verbindlich zugesagt. Habe ich gar nicht, guck mal! Guck! Ah, okay, hab ich doch. Was willst du tun? Warte mal, ernsthaft, $270 habe ich dafür bekommen, für so viel Arbeit, für so viel Stress? Für so viel Stress? Das gibt's doch gar nicht. Okay, lass uns mal gucken, was gibt's denn hier noch für... Also, wir können... Hier ist wieder Papier. Steht auch die Menge? Ist es immer dieselbe Menge? Bleiben wir bei Papier, Plastik. Plastik haben wir auch. Na, guck mal, nehmen wir mal das. Aber das ist super günstig. Ich will noch. Oh, die schon wieder. Pass auf, die kriegt von mir jetzt 80. Nein. 82. Lol. Okay, danke. 82. Angenommen. Dann haben wir, glaube ich, was hatten wir denn hier noch? Die gelbe. Schmeißen wir schon mal rein. Rein damit. Und gib ihm hier was auch immer. Ich weiß nicht wie viel. Zack, starte schon mal. Was haben wir denn noch? Wir haben die blaue und die grüne. Das kann ja hier schon mal arbeiten für uns. Mach mal. Ja, zack, mach mal. Zack. Und während hier gearbeitet wird, fahren wir schnell rüber zu dieser völlig wahnsinnigen Dame, die ich weiß nicht, was deren Problem ist. Aber ich fühle mich ein bisschen ausgebeutet. Ich fühle mich ein bisschen ausgebeutet. Was ist das hier für ein Buch? Oh, Game... Was? Game Guide. Game Guide. Liver. Okay, ist schon auch interessant, was Leute so lesen, ne? Oh, das war ein richtig guter Wurf. Was? Ah, kann ich einsammeln? Ah, warte mal, ich kann ihn einfach so. Das ist die viel bessere Variante, die ich mir jetzt hier zurechtlege. Ich muss gar nicht mehr dahin laufen, um den Müllsack einzuladen. Ich kann ihn einfach auf den Boden legen und dann dahin schmeißen. Was ist denn das? Da hat er sich noch was versteckt. So, was ist das hier für eine alte Bar oder so? Ah, nee, da waren wir schon. Das ist dieser Diner. So, zack, Müllsack und schmeiß ihn, gib ihm. Guck mal, das ist viel, viel besser. Wie schnell wir sind. Warum macht das viel mehr Spaß, in Videospielen aufzuräumen, im Vergleich damit in echt aufzuräumen? Warum? Ich habe tatsächlich hier gestern ein bisschen aufgeräumt, den Keller. Und so ganz viele alte Sachen, die ich noch so hatte. So ganz viele alte Kartons. Kennt ihr das, wenn man einen neuen Computer sich zusammenbaut und dann hat man so von jedem einzelnen Teil, von jedem Lüfter,
von allem hat man so eine eigene Packung, weil man sich die dann so einzeln kauft und selber zusammenbaut oder zusammenbauen lässt. Und dann bewahrt man, weil man weiß ja nicht, ob mal was kaputt geht oder so, bewahrt man alle Teile auf. Und dann vergisst man die wegzuschmeißen. Und dann hat man die einfach. Da habe ich so viele von diesen ganzen Verpackungen. Ich brauche einen Dietrich. Ich brauche eine Brechstange. Habe ich alles nicht. Habe ich alle schön geleert, zusammengefaltet. Und so eine riesige Ikea-Box. So eine von diesen großen, transparenten Ikea-Boxen. Hier fehlt immer noch was. Habe ich mit Pappe und Verpackungsmaterial zugebaut, aber richtig schön gefaltet, so dass man Platz spart. Und habe ich direkt weggebracht zum Altcontainer. Und da war ich richtig stolz auf mich. Und es gibt einem ein gutes Gefühl. Aufräumen. Was ist denn jetzt hier los? Wie jetzt ein Dietrich? Wo ist denn jetzt der ganze Rest? Da komme ich ja gar nicht ran. Na, das war's doch schon. Naja, jedenfalls kann ich euch das empfehlen, einfach mal ein bisschen aufzuräumen. So. Zack, zack. Der hilft mir. Aber ich mache schon ganz viel ohne ihn. Der ist mir jetzt viel zu langsam. Deswegen mag ich das Gefühl, dass ich ihn auch abschmeißen könnte. Ah, nicht getroffen. Topf. So. Bitte sofort sortieren. Macht ihr an die Arbeit? Guck mal, die Sonne ist schon untergegangen. Was haben wir denn hier? Also, es ist tatsächlich möglich, die Dinger hier einfach reinzuschmeißen. Und die werden ja dann trotzdem gezählt. Sodass halt dieses wunderbare Stapeln, was ich hier mache, eventuell länger dauert, als wenn ich das einfach rüberschmeißen würde. Daher stellt sich mir die Frage, ob das überhaupt nötig ist, diese Ordnung anzustreben, wenn ich es doch einfach rüberschmeißen kann. Weil ich verkauf's ja aus dem Lager raus. So. Der hat hier fleißig alles erledigt, worum wir ihn gebeten haben. Was hatten wir? Was war nochmal die Hauptsache? Blau, ne? Oder? Weiß ich gar nicht. Kann man den Dietrich kaufen oder finden? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, guck mal, so ist das, wenn man selbstständig ist und sich ein Startup-Unternehmen aufbaut. Da gibt es keine Arbeitszeiten, keine Ruhezeiten, da gibt es nur Maloche. Den ganzen Tag Maloche. So, was haben wir jetzt hier? Mach mal. Ja. Was ist los? Huch, oh. Hä? Hä? Ach so. Da ist ja gar nichts drin. Ah, ein bisschen was müsste doch drin sein. Hä? War das alles leer? Achso, die haben wir hier gemacht. Okay. Guck mal, ich glaube, dass das schneller geht. Wenn man das einfach so reinballert. Oh Gott. Na gut. Selbstständig. Oh, wir haben sogar eine Taschenlampe für alle Leute, die nachts arbeiten. Selbstständig heißt selbstständig. Ja, das stimmt. So, jetzt könnten wir, wenn wir wollen, wir können entweder einen Vertrag annehmen. Das müsste man eigentlich mal durchrechnen, ob das überhaupt... Wie viel ist 422 durch 54? Also das sind ja was, 4 Mark oder was? Hm. Ist das nicht sehr viel einfacher, wenn ich hier Sachen verkaufe? Kriegt man denn wesentlich mehr Geld? Das habe ich noch nicht gecheckt. Ich habe jetzt 23 Plastik. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel, da können wir 23 mal 6 verkaufen. Also zum Durchschnittspreis von $6. Und wenn ich jetzt hier so einen Vertrag annehme,
für Plastik. Also ist es jetzt so viel besser? Also der untere Preis, da steht kein Durchschnittspreis, ne? Aber warte mal, ich bin doch nicht blöd. Da muss man auch jetzt, wenn ich 54 Plastik abliefere und 451 Dollar bekomme, dann muss ich doch 451 Dollar durch 54 Plastik rechnen. So. Ja, ja, ist vielleicht ein bisschen höher der Preis. Aber die Frage ist, lohnt es den Aufwand? Lohnt es den Aufwand, sich diesen Stress zu machen, dass sonst die Mafia kommt? Gibt vielleicht zusätzlich Ruf, ja. Der übliche Marktpreis. Ach so, ja, meint ihr, das ist das hier? Wenn ich da, aber es gibt ja unterschiedliche Preise. Naja, gut, also es lohnt sich vielleicht schon, diese Verträge zu machen. Wie viel haben wir denn jetzt? Warte mal, wie viel Schrott haben wir denn? Entschuldigung. Schrotti, 23 Schrottis. Was haben wir noch? Zwei gepresste Papiere nur? 10 Holzteile? 8 Glasstaub? 9 Metallteile? Das kann doch nicht alles sein. Darf ich noch einen neuen Vertrag annehmen oder ist das... Ja, geht sogar noch. Wie kriegen wir... Ah, Plastik wollten wir doch. Schnäppchen. Ich gebe dir einen Honey. Nee, Honey. 100. Nee, dann 102. Hahaha, das ist ja so dumm. Okay, das, okay. Also das Verhandlungssystem ist auf jeden Fall... Oh, ich muss schlafen. Ich will nicht schlafen. Tag 3. 270, ja, so kann es weitergehen. Wenn wir jeden Tag 270 Dollar Gewinn machen, dann sind wir nach lächerlichen 10.000 Tagen... an einem Punkt, wo wir sagen, ja, jetzt können wir mal Urlaub machen. Also die Location-Vielfalt ist relativ überschaubar. Selbst eine einzelne Bratpfanne muss ich... Kleiner Kinderplastikstuhl. Finde ich, könnte man sich, obwohl es ist ja aber auch ein Prolog, ne? Aber da muss man ein paar neue Locations, kann man schon noch anbieten. Das ist so, dann rein. Zack, 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 zack. Sack ist voll und wupp. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Ich glaube, der ist gegen, ja, der ist leider... in den Türrahmen geknallt. Oh, wupp. Und wupp. Ich finde, die sind schon richtig fix unterwegs. Der ist auch in den Türrahmen geprallt. Ist uns egal. Oh, diesmal ist hier offen. Sehr schön. Müllsack. Vase, komm her, Vase. Wenn man für sich selber arbeitet, gibt man sich auch Mühe, ne? Wenn man irgendwo angestellt ist, so, dann schlurft man vor sich hin und will, dass der Tag einfach mit möglichst wenig Arbeit zu Ende geht, aber hier, so wie wir hier gerade unterwegs sind, das ist einfach was anderes. Pflück. Es müsste noch einen Zeitbonus geben, finde ich. Hey, Hilfe. Eingesperrt. Okay, hier kriegen wir leider gar nichts. Das ist sehr, sehr schade. Reicht das schon? Haben wir schon alles? Wupp. 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 Wupp.
Was? Yes. Oh Leute, die sind richtig fix unterwegs. Tür auf. Los, Hans. Walte deines Amtes. Helf dir ein bisschen. Gemeinsam. Hier, packt der Chef damit selber an, ne? Es gibt ja dieses berühmte Bild, ihr kennt das vielleicht. Es gibt eine Kutsche und der Chef sitzt oben mit einer Peitsche auf dem Bock und treibt die Arbeitenden an. Und das andere Bild ist, der Chef geht vorweg und zieht als erster den Karren. Und das zeigt, dass es so zwei unterschiedliche Arten von Chefs gibt. Die einen, die Arbeitenden als, ja, als Ackergaul sozusagen degradieren. Und die anderen, die sich auf dieselbe Stufe stellen und einfach mit anpacken und härter arbeiten als alle anderen. Und ich bin einfach Letzteres. Ich bin einfach Letzteres. Oh Gott. Treff nicht ganz. Ich müsste die Maschine noch ein Stück näher ranstellen an den... Das Lagerhaus ist falsch platziert. Pass auf, ich werde die Lagerhäuser umbauen. Das werde ich machen. Ich habe richtig viel. Oder warte mal. Hat der mir das zurückgesetzt? Warte mal, warte mal, warte mal. Hat der mich das... Hat der... Kann das sein, dass er das Papier mir wieder vor die Maschine geknallt hat? Weil der nicht will, dass ich das so mache, wie ich das mache? Kann das sein? Dass der will, dass ich das hier so... Naja. Na gut, egal. An dieser Stelle verabschieden wir uns. Das ist der Recycling Manager Prolog. Wir haben einen kleinen Eindruck bekommen. Ich glaube, viel komplexer wird es jetzt für den Moment nicht mehr. Es wird eher ein bisschen repetitiv, wiederholt sich. Aber ich finde, wir sind einfach sehr talentiert und haben das richtig gut gemacht. Wenn ihr einen anderen Simulator mal sehen wollt, schlagt gerne was vor. Es gibt ja so viele da draußen. Der ist jetzt niegelnagelneu, deswegen habe ich mal reingeschaut. Aber ich glaube, es gibt noch viel mehr als das. Schreibt mir gerne rein, was es noch so sehenswertes, spielenswertes da draußen gibt. Recycling Nils macht für den Moment mal Feierabend. Ciao, Leute.